Steakhouse, Stadthalle bebt. Ein gewaltiger Chor schmettert Gospellieder. Religiöse Texte, die mitreißen. Für den Star der Szene kann der Chor nicht groß genug sein. Ich arbeite häufig mit großen Chören, aber dieser hier ist unglaublich. Ich liebe die Stimmen, mag die Menschen und es ist einfach eine großartige Atmosphäre. Seit Freitag proben Solistinnen und der Chor aus bunt zusammengewürfelten Hobbysängerinnen. Mit jedem Mal machen mehr Sänger mit. Gospel ist sowas Extrovertiertes, Wunderbares, wonach die Menschen auch hier in unserer Gegend, denke ich, ganz große Sehnsucht haben. Und das ist auch diese Faszination, warum es immer mehr Gospelchöre auch in Europa und auf der ganzen Welt gibt. Der Kontinent klassischer Kirchenmusik holt in der Gospelmusik mächtig auf. Allein 4000 Chöre in Deutschland sprechen dafür, dass auch den Europäern Gospel im Blut liegt. Amerikaner haben ihre Kultur des Gospel. Die singen schon als Zweijährige. Wir in Europa, wir müssen das als Erwachsene lernen. Das ist ein kleines bisschen schwieriger für uns. Aber wenn wir es drauf haben, ist es großartig. Das Gospelfieber scheint Sachsen zu packen. Im nächsten Jahr soll ein Chor mit 1000 Sängern die Stadthalle in Zwickau zum Beben bringen.